Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der PlayNation News. Mitten in der Woche haben wir grandiose Nachrichten zu Call of Duty, zu Destiny. Aber bei GameStop bin... Da wird's prekär und wir reden auch noch über Netflix. All das sehen wir jetzt in der News. Leak, 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 Leak. An allen Ecken und Kanten. Leak. Ja, wer so ein bisschen im Netz unterwegs ist, der weiß ja, es gibt ohne Ende Leaks. Ja? Und vor allem hat es diesmal Activision getroffen. Die arbeiten ja still und heimlich an einem neuen Call of Duty Game. Und die Community hat sich nach dem ganzen Sci-Fi-Setting gewünscht, endlich mal wieder back to the roots zu gehen. Und Activision hat dann ein Statement gesagt und haben gesagt, ey, wir haben es verstanden, ihr wollt das so, dann machen wir das so. Und wenige Tage danach kam das auf Twitter zu sehen. Ein Poster, ihr seht natürlich, hier sind noch Wasserzeichen und so weiter drauf, weil das Material ist nicht offiziell. Es ist also davon auszugehen, es könnte natürlich noch was anderes sein, aber da das so gut aussieht, das Promotion-Material, gehen wir stark davon aus, dass wir die Ankündigung bald zu sehen bekommen. Genau, Sledgehammer Games hat wieder zugeschlagen. Das Entwicklerstudio kennt ihr zum Beispiel von Advanced Warfare und wird jetzt auch das neue Call of Duty entwickeln. Ja, die Community hat sich lauthals beschwert. Nun gehen wir wieder zurück. Es war auch eigentlich der nächste logische Schritt, dass man dann vielleicht mal wieder was anderes macht, weil man hatte jetzt mehrere Settings gehabt, die eher so futuristisch angehaucht waren. Und nun geht man dann wahrscheinlich wieder back to the roots. Ich finde es cool. Ja. Und bei Destiny haben wir sogar einen ähnlichen Vorfall, Dennis. Genau, bei Destiny war das so. Auch hier haben wir praktisch die gleiche Geschichte hinter verfolgen können. Als erstes gab es dieses Bild mit dem Promotion-Material. Ja, hier sehen wir dann, unten steht noch Beta. Das ist ein Poster und Kotaku hat auch jetzt offiziell bekannt gegeben, dass das Poster real ist. Und nachdem dieses Statement kam, dass das Poster real ist, kam das auf Twitter von Bungie, die jetzt gesagt haben, Leute, wir arbeiten an Destiny 2 und wir haben weder noch einen Release-Termin zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Wir haben keine Plattform, wir gehen jetzt stark von PS4, Xbox One um. Ja, wobei, Destiny war ja konsolenexklusiv. Genau, wird für PS4 wahrscheinlich die Beta im Vorfeld kommen und für PC. Und man munkelt, dass das Spiel am 8. November 2017 kommen soll, da schauen wir mal und freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Ich fand Destiny 1 ein bisschen zum Release sehr, sehr träge, das Level-Design und so, da habe ich mir gedacht, boah. Aber mal gucken, vielleicht hat man ja bei Destiny 2 ein bisschen mehr. Es sieht auch sehr düster aus, wenn man sich das Setting hier anguckt, alles ist in Flammen und könnte schon ziemlich interessant werden. Was haltet ihr davon? Freut ihr euch auf ein neues Destiny? Und was sagt ihr zum neuen Call of Duty? Sagt ihr, geil, dass es endlich back to the roots geht? Und freut ihr euch drauf? Sagt ihr, das ist das wahre Herz dieses Franchises? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Ja, Freunde, bei GameStop sieht es nicht ganz so rosig aus wie bei anderen Unternehmen momentan. Da wurden die internen finanziellen Erwartungen wohl leider nicht erfüllt. Und nun werden einige Stores geschlossen. Und nicht nur ein paar, sondern satte 225 Stück, Dennis. Ja, also das betrifft natürlich nicht nur den US-Markt, sondern den weltweiten Markt. Und GameStop hat reagiert und hat gesagt, ach, eigentlich haben wir mit 420 Millionen gerechnet, mit 420 Millionen US-Dollar. Daraus wurden jedoch nur 350 Millionen US-Dollar. Und dadurch sind manche Shops einfach nicht haltbar für GameStop, die jetzt allerdings dann sich ein neues Konzept überlegt haben und gesagt haben, nee, wir machen das jetzt nicht so, dass wir die Shops komplett schließen, sondern wir ändern einfach das Konzept. Und dieses besagt, dass man jetzt im Gegenzug zu den normalen Läden 99 neue Fanartikel und Technologie-Shops eröffnen möchte. So. Was auch immer wir darunter verstehen können, bleibt abzuwarten. Wie gesagt, das betrifft den weltweiten Markt. Kann also sein, in deiner Stadt zum Beispiel, dass der GameStop bald schließt und etwas Neues dort reinkommt. Aber die wollen sich natürlich auch weiter breiter ausstellen und sagen, ey, Fanshops, Merchandise und so weiter, vielleicht kriegen wir das ja. Weil, ganz einfach, du kannst, wenn du irgendwas spielen möchtest, startest in deiner PlayStation 4, lädst dir das Spiel runter. Startest Steam, lädst das Spiel runter. Oder greifst bei der Xbox Live auf den Marktplatz, lädst das Spiel runter. Du brauchst keinen GameStop. Es ist also für mich persönlich viel umständlicher, zu einem GameStop hinzufahren, mir das Spiel zu kaufen und dann wiederum nach Hause und pipapo. Du kannst einfach dich bequem auf die Couch setzen und das eben herunterladen. Deswegen finde ich den Schritt, dass man sagt, okay, wir gehen jetzt auf Fanartikel, deutlich cleverer, weil du kannst ja mal eben nicht Fanartikel, wird ja auch geliefert, wenn du es bei Amazon bestellst oder whatever wo. So, deswegen finde ich die Idee gar nicht mal so schlecht.
Genau, da gibt es ja auch noch diese Special Interest Läden quasi. Also es handelt sich nicht nur um Fanshops. Da wird man schauen, was daraus dann noch gebaut wird. Und dazu muss man sagen, das sind ja nur 2 bis 3% aller Läden, die da zugemacht werden. Könnt ihr euch mal ungefähr vorstellen, wie viele Läden es gibt? Also es gibt ja wirklich in jeder Stadt inzwischen GameStop. Ne? Aber ich würde mal gerne wissen von euch, wart ihr schon mal in einem GameStop? Habt ihr dort auch ein Spiel abgegeben oder euch ein gebrauchtes Spiel gekauft? Was sind eure Erfahrungen mit GameStop? Weil ich persönlich finde es immer sehr spannend, wie die Leute darauf reagieren, sagt der GameStop ist cool oder schlecht und begründet uns das auch in den Kommentaren und nicht nur ne? Leute, ich freue mich auf eure Kommentare. Leute, bald kommt die Tote Note als Film auf Netflix. Wow. Ihr kennt ja alle den Anime. Und bei Netflix hat man sich die Rechte gesichert und bringt das Gezeichnete nun ins Reale. Genau, wir haben einen kleinen Trailer und den sehen wir jetzt einfach mal im Fullscreen. Shall die. Ja, der gute Adam Wingard wird tatsächlich die Regie übernehmen. Den kennen wir bereits aus Blair Witch zum Beispiel. Kennt ihr alle Blair Witch Project? Und hierbei handelt es sich tatsächlich um die allseits beliebte und bekannte Manga- und Anime-Umsetzung. Jetzt als Netflix-Original-Film stelle ich mir ziemlich spannend vor. Und dazu muss man sagen, Willem Dafoe kennt ihr ja zum Beispiel aus Spider-Man als grünen Kobold. Spielt sogar den Todesgott, den Shinigami Ryok. Und das wird sehr spannend. Eine gute Besetzung, finde ich. Und schauen wir mal. Könnt ihr euch dann bald auf Netflix angucken. Kommt noch dieses Jahr 2017. Genau, und den ganzen Trailer in seiner besten Qualität, ohne irgendwelche Schnitte und blödes Gelaber von uns, gibt es auf playnation.de. Haben wir natürlich unter diesem Video für euch verlinkt. Wenn die Verlinkung nicht da sein sollte, könnt ihr euch gerne an unseren Redakteur Sascha Scheuß bei Twitter beschweren. So, das war's dann auch heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit den neuen News von diesem fabelhaften Mittwoch. Ja, es hat uns wirklich wieder Spaß gemacht, euch das. Und vielleicht ist dem einen oder anderen was aufgefallen. Wir sind nun heller, Ben. Magic! Ja. Gott, Patrick hat das Licht spielen lassen. Ja, ne, der hat nicht nur Muskeln, der hat auch das Licht spielen lassen. So, ihr könnt jetzt hier noch 2 weitere Videos angucken und diesen Kanal abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst natürlich auch ein positives Däumchen da. Das würde uns sehr freuen. Und ja, macht's gut, Leute. Danke fürs Zusehen. Tschüss.